Objekte in Oculus Home zu laden ist überhaupt nicht schwer. Ihr benötigt eigentlich nur zwei Tools. Das ist zum einen ein Tool von Facebook, welches FBX oder Objektdateien in GLTF-Dateien verwandeln kann. Und zum anderen eine Webseite, die aus den GLTF-Dateien GLB-Pakete macht. Mehr benötigt ihr nicht. Im Zweifelsfall benötigt ihr sogar nur das zweite Tool. Das werden wir jetzt gleich sehen. Denn wenn ihr nicht selber Objekte herstellen wollt, sondern auf andere zurückgreifen möchtet, dann könnt ihr das zum Beispiel bei Google Poly tun, dann sucht ihr zum Beispiel nach Animals und in diesem Fall habe ich mir einfach mal die Kuh ausgesucht und wenn wir auf die Kuh draufklicken, dann sehen wir auch gleich, dass wir diese Kuh nicht nur als Objektdatei herunterladen können, sondern auch direkt als GLTF-Datei. Das wollen wir aber nicht. Wir bleiben jetzt mal bei der Objektdatei. Wir ziehen jetzt einfach die Objektdatei auf das Tool von Facebook und schon generiert uns dieses Tool die GLTF-Datei. Diese nehmen wir jetzt, öffnen die Webseite, die wir uns vorhin schon mal hinterlegt hatten und ziehen einfach alle Dateien in das Fenster. Anschließend gibt uns das Programm die GLB-Datei aus und diese müssen wir jetzt noch in den richtigen Ordner bringen. Diesen findet ihr unter Dokumente Oculus Home Import. Wenn ihr die Datei dort reingezogen habt, dann könnt ihr einfach Oculus Home starten und eure Kuh integrieren. Lasst die Kuh fliegen.